Es erwischt nette Leute, ohne dass sie was dafür können. Sowas passiert einfach. Ich sagte mir, du musst stark bleiben. Alles andere würde nur schaden. Der Torso, dem der Kopf und ein Arm fehlten, wurde im Januar hier in Barrington gefunden. Sich hinzuknien und einem Menschen den Kopf abzusägen. Ich dachte, wer so blutrünstig ist, wird erneut jemanden umbringen. In Barrington geht die Angst um. Ich wusste nicht, was los war. Jeder rät mir nicht, mit ihnen zu reden. Und das wissen sie. Das ist mein allerletztes Interview dazu. Ich schwöre, ich war völlig überrascht. In Barrington, 50 Kilometer nordwestlich von Chicago, freut man sich auf die Festtage. Ich weiß noch, 1992 wollten wir Weihnachten bei meinem Bruder feiern. Aber Dean kam nicht nach Hause. Ich zieh mich um, dann können wir. Wo warst du? Dein Onkel wartet seit über einer Stunde. Tut mir leid. Sag das deinen hungrigen Cousins. Mom, das ist doch nicht so schlimm. Wenn du das so siehst, bleibst du heute Abend besser hier. Ich hatte kein Problem, ihn Weihnachten zu Hause zu lassen, weil ich überzeugt war, Dean braucht eine strenge Hand. Ich bin zurück, hab dir Essen mitgebracht. Ich kam nach Hause, Dean war weg. Dean? Das vorhin tut mir leid. Ich war etwas besorgt, aber er kam immer zurück. Er war 22. Trotzdem sucht Mary Fawcett im ganzen Haus nach ihrem Sohn. Ohne Erfolg. Sie weiß auch nicht, wen sie fragen könnte. Und lässt die Sache auf sich beruhen. Als ich 2-3 Tage nichts von ihm gehört hatte, machte ich mir Sorgen. Ich erfuhr nach Weihnachten, dass Dean verschwunden war. Ich sagte immer, es gibt 2 Deans. Der eine ist der gute Schüler, der immer Einsen bekommt. Aber da gab es noch den anderen Dean, der sehr sprunghaft war. Ich dachte sofort, der macht irgendwelche total verrückten Sachen und ruft einfach nicht zu Hause an. Deans Mutter ist von dieser Erklärung nicht überzeugt. Sie wird langsam panisch. Hallo? Hi, Bob. Hier ist Tante Mary. Hast du Dean kürzlich gesehen? Der ist noch immer nicht zurück? Du kennst ihn, er will dich bloß nervös machen. Ich hätte nie gedacht, dass Dean was zugestoßen sein könnte. Wenn du was hörst, ruf an. Ich sprach alle möglichen Leute an und die meinten, ich sollte ihn als vermisst melden. Missing persons report.
Es ist nun schon eine Woche her, seit Dean verschwunden ist. Wenn jemand eine Person als vermisst meldet, will man alles über den Vermissten wissen und was er im Leben vielleicht gerade durchmacht. Haben Sie ein Foto? Yes. Das ist ein paar Jahre alt. War vor dem Schulabschluss. Hatte er Streit mit der Familie? Gab es zu Hause eine Auseinandersetzung und erholt er sich jetzt bei seiner Freundin? Wir schicken das raus, die Kollegen suchen dann nach ihm. Dean war ein ganz normaler 22-Jähriger. Aber mit jedem Tag, den er nicht zu Hause anrief, wurden alle nervöser. Wir finden ihn. Thank you. No problem. Auch nach Wochen gibt es weiter kein Lebenszeichen von Dean. Mary Kay fragt sich, ob sie ihren Sohn je wiedersehen wird. Ich sagte mir einfach, du musst stark bleiben. Alles andere würde niemandem helfen. Ich hatte weiter die Hoffnung, dass er zurückkommt. Wir erhielten den Bericht von einer Mutter, die nach der Schule mit ihrer Tochter spazieren gegangen war, entlang der Gleise in Barrington. Sie sahen was Rosafarbenes aus dem Schnee ragen und dachten, es könnte ein totes Tier sein. Ist wohl da vorne. Sieh mal. Was ist das? Was ist das? Ich sah, dass da sowas wie ein Arm rausragte, aber da war weder eine Hand dran noch eine Pfote. Gar nichts. Dann erkannte ich den Bund einer Jeans. Es war eine Leiche. Alles absperren. Das ist ein Tatort. Sofort werden Forensiker zur Fundstelle der Leiche beordert. Die Leiche lag nicht weit von den Gleisen. Ich überlegte, hatte da jemand einen Schienenunfall? Es konnte alles sein. Wir wussten es nicht. Als die Leiche geborgen wurde, sah man, dass es ein Torso ohne Kopf war. Es fehlten auch der linke Arm und die rechte Hand. Brieftasche? Ausweis? Da lag nichts. Vielleicht in der Tasche. Die Leiche war tiefgefroren, auch die Jeans. Aufschneiden? Wir trennten vorsichtig die Vordertasche auf und fanden ein gefaltetes Stück Papier. Und? Zimmer 34? Und eine Telefonnummer. Die Nachricht von der steifgefrorenen Leiche spricht sich schnell herum. Die Frage ist natürlich, wer würde sich unter der Telefonnummer melden? Wie sich herausstellt, ist es die Nummer eines Hotels. Dieses Hotel war über 30 Kilometer von Barrington entfernt. Hotel Hyperion. Hi, this is Detective Kevin Croak from Barrington PD.
Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Person, die vielleicht bei Ihnen abgestiegen ist. In Zimmer 34. Da wohnt eine Frau. Und zwar schon recht lange. Der Manager sagte, die wohnt da schon über einen Monat. Echt? Wie heißt sie? Ja, her name is Lenarchek. Okay. Nadine Lenarchek. Nadine. Können Sie es buchstabieren? Sure. Sicher. L-E-N-A-R-C-Z-Y-K. Thank you. Thank you so much. Die Ermittler überprüfen den Namen und machen eine interessante Entdeckung. Sie müssen umgehend handeln. Sie sind festgenommen. Wieso? Worum geht's hier? Gegen sie lag ein Haftbefehl vor. Wir konnten sie festnehmen und verhören. Ihre Festnahme überraschte Nadine. Wir sagten ihr auch nicht gleich, worum es ging. Sie dürfen das nicht. Sie sagte, sie wäre FBI-Informant. Was? Es gelang nicht, Nadine für diesen Film zu interviewen. Es überrascht mich nicht, dass Nadine kein Interview zulässt. Sie will das wohl alles hinter sich lassen. Denn da kommen schlimme Erinnerungen hoch. Die Ermittler kontaktieren natürlich sofort das FBI. Sie wollen wissen, ob Nadine Lenarczyk gelogen hat. Was sie auch herausfinden wollen, weiß Nadine, wer der Tote ist, den man neben den Bahngleisen gefunden hat? Hast du mit dem FBI gesprochen? Ja, Nadine ist tatsächlich FBI-Informantin. Echt? Worum geht's? Sagen sie nicht. Der FBI-Agent sagte nur, ja, ich arbeite mit Nadine. Sie liefert Informationen und ist in einige Straftaten verwickelt. Wir erklärten, woran wir arbeiten, und er sagte, okay, kein Problem, das hat nichts damit zu tun. Sie haben verstanden, dass es um einen unbekannten Toten geht und erlaubt, sie zu befragen. Die Polizei in Barrington hatte Nadine auch deshalb verhaftet, weil das Opfer einen Zettel mit ihrer Zimmer- und Telefonnummer hatte. Mal sehen, was sie weiß. Sie hatte als Informantin mit äußerst brutalen und gefährlichen Kriminellen zu tun. Daher war sie zu Recht wegen der Vorkommnisse nervös. Tatsächlich hat Nadine ganz offensichtlich keine Ahnung, warum die Ermittler sie befragen wollen. Ich sag nichts zu dem FBI-Fall. Ich soll mit niemandem darüber reden. Schön. Ihr FBI-Deal interessiert uns nicht. Was dann? Für uns war Nadine eine Zeugin, die vielleicht was wusste. Sie sind hier wegen ihm. Kennen Sie ihn? Ja. Und sie sagte, ja, ich kenne den Jungen, aber ich weiß nur seinen Vornamen. Traf ihn einmal. Heißt Dean, war um Weihnachten. Woher ist das? Mal gesehen? Ist meine Zimmernummer. Ich sah, wie Dean sie aufschrieb. Dieser Dean? Ja. Wir waren überzeugt, das Opfer hieß Dean Fawcett. Die Leiche ist identifiziert. Nun müssen die Ermittler die Mutter informieren. Keine leichte Aufgabe.
Detective? Können wir reinkommen? Can we come in? Yes. So. Haben Sie ihn gefunden? Did you find him? We did. Ja. Dean wurde... Wie sag es nur? Er wurde ermordet. Ermordet? Mary Kay. Es tut mir so leid. Wir finden den Täter. Setzen Sie sich. Man vergisst im Laufe der Ermittlungen nie, dass man all das für die Angehörigen tut. Eine steif gefrorene Leiche wurde gefunden und man muss der Familie Antworten liefern, wie es dazu kam. Viele können mit sowas nie abschließen, etwa wenn jemand vermisst wird und nie wieder auftaucht. Sie fragen sich, lebt derjenige noch? Wo ist er? Man will den Familien Antworten geben. Dann haben sie zumindest etwas Trost. Es wird trotzdem eine schrecklich schmerzhafte Zeit in ihrem Leben sein. Ich habe so etwas nie persönlich durchgemacht, aber die Motivation ist immer, ihnen zu helfen. Das treibt einen unaufhörlich an. Warum musste Dean Fawcett sterben? Und wer ist der Killer? Die Ermittler nehmen Nadine in die Zange. Sie lernt ihn kurz vor Weihnachten kennen. Da ging es darum, mit ungedeckten Schecks einzukaufen. Dean kaufte mit wertlosen Schecks teure Sachen. War aber nicht seine Idee. Wir fragten Nadine, wie der Scheckbetrug angefangen hatte. Sie sagte, zwei Freunde hätten sie kontaktiert. Und dann erzählte sie uns die ganze Geschichte. More of the story. Nadine war mit diesen zwei Typen befreundet, Paul Madrowski und Robert Ferracci. Was sagt ihr? Das Bäumchen sieht traurig aus, dafür, dass wir bald reich sind. Ich gehe schnell einkaufen. Wollt ihr was? Nein, danke. Du? Nein. All right, guys. Wie läuft das genau? Ganz leicht. Wir machen Weihnachtseinkäufe und bevor sie wissen, dass der Scheck ungedeckt ist, haben wir die Sachen zu Geld gemacht. Frohe Weihnachten. Von wem sind die Schecks? Einem Freund, Dean. Ist zuverlässig? Glaub schon. Dean war ein Mitläufer. Er suchte bloß verzweifelt nach Freunden. Jeder will in einer Clique sein. Er suchte keinen Ärger, wollte aber mit diesen Jungs abhängen. Dafür kriegen wir locker einen Riesen. Schnappt euch alles, was teuer ist. Warum Zeit verschwenden? Klasse. Nimm dir, was dir gefällt. Sie benutzten Dean Fawcett. Dean? Was gibt's? Nichts. Hatte Ärger mit Mom. Oh, come in. War Weihnachten allein. Wir waren doch hier. Ich denke daran abzuhauen. Ohne jemandem was zu sagen. Als Strafe. Lass das. Du hast nur eine Mom.
Und Paul wäre sauer, wenn du gehst. Er braucht dich und deine Schecks. Ja, aber das läuft nicht endlos. Irgendwer kriegt's raus. Und dann packe ich aus. Dean sagte Nadine, wenn sie mich erwischen, ziehe ich alle mit rein. Wie bitte? Egal. Vergiss es. Gut. Vergessen. Nadine wusste jetzt, Dean war sensibler, als sie dachte. Fotos sind toll, oder? Sie halten die Zeit fest. Da sieht man, wie glücklich und was für ein netter Typ er war. Oder ist. Dean hätte gewollt, dass ich all das erzähle. Ich sagte immer, er ist mein Wunderkind. Zuletzt sah ich ihn Weihnachten 92. Fawcetts Leiche, der Kopf, ein Arm und eine Hand fehlten, wurde im Januar hier gefunden. Mein Cousin, ein Geistlicher, sagte nach der Beerdigung, such dir keine falschen Freunde, wähle mit Bedacht. Dean tat es nicht. Aber wer waren die Freunde, die ihm in den Rücken gefallen sind? Es scheint, Nadine weiß es. Nadine half uns, die Puzzlestücke zusammenzufügen. Nach Weihnachten passierte was. Paul. Wo sind Bobby und Dean? Bobby ist weg. Dean sitzt da drin. Hör zu, ich muss dir was sagen. Was? Dean hat was Seltsames gesagt. Wenn wir geschnappt werden, packt er aus. Sagt er. Er war wohl bloß frustriert, hatte Ärger mit seiner Mom. Ich rede mit ihm. Sag Bobby Bescheid. Er meint's nicht so. Hey, Buddy. Hi. Oh, sieh mal. Oh, that's cool. Cool. Aber wozu? Ich hab's immer bei mir. Wem kann man schon trauen? Dir schon, oder? Klar. Sicher? Ja. Wenn Bobby zurückkommt, fahren wir wohin. Ich zeig euch was. Cool, okay. Nadine sah den jungen Mann nie wieder. Das war morgens am 28. Dezember. Als Nadine Modrowski informierte, hat sie wohl nicht geahnt, dass sie damit Dean Fawcetts Schicksal besiegelte. Wir wollten nach Nadines Verhör von Mary Kay Fawcett Informationen zu ihrem Sohn haben. Thank you for coming in. Of course. Gibt's was Neues? Ein paar Namen. Eine wichtige Rolle spielt wohl ein Paul Modrowski. Paul? Sie kennen ihn? Hab ihn einmal getroffen. Ich mochte ihn nicht. Wieso? Er wirkte zwielichtig. Sah mir nie in die Augen.
Deans Mutter Mary Kay Fawcett sagte, sie hatte bei Paul Modrowski ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht. Er kam mir komisch vor. Wir ermittelten, dass Modrowski, anders als Ferracci, recht gewalttätig war. Die Polizei will Paul Modrowski und Robert Ferracci vernehmen. Doch die beiden haben sich in Luft aufgelöst. Es ging jetzt darum, die zwei zu finden. Aber offenbar wusste einfach niemand, wo sie stecken. Unschuldige flüchten nicht. Wir entschieden, landesweit nach ihnen zu fahnden. Hier, Zentrale. Ich höre. Bob Ferracci wurde in Florida aufgegriffen. Sie sollen ihn festhalten. Er ist tatverdächtig. Unmöglich. Wurde schon entlassen. Bis wir über die Festnahme informiert wurden, hatte er bereits Kaution gezahlt und war nicht mehr im Gewahrsam der Polizei. Die ganze Suche fing von vorne an. Wo sind sie? Sagen Sie den Kollegen, sie müssen nach beiden intensiv fahnden. Die Polizei setzt all ihre Hoffnung auf eine Fahndung. Mary Kay Fawcett sucht Trost im Gebet. Seele Christi, heilige mich. Leib Christi, rette mich. Blut Christi, tränke mich. Mein Glaube half mir. Ich betete sehr häufig. Besonders zwei Gebete gaben mir Trost. Und setz mich neben dich, mein Gott, dass ich mit deinen Heiligen allen mög ewiglich dein Lob erschallen. Man sagt sich, Gott wird sie richten. Die Ermittler vermuten, beide haben sich nach Florida abgesetzt. Bald erfahren sie jedoch, Robert Ferracci wohnt wieder ganz in der Nähe. Wir bekamen einen Tipp. Er wäre zurück in Illinois. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Detective Croak, das ist mein Kollege. Wir vermuten, eine Person, die wir suchen, wohnt bei Ihnen. Er wohnte offenbar mit seiner Frau in einem Motel und war gerade ins Restaurant nebenan gegangen. Da saß tatsächlich Bob zusammen mit Rose. Wir überlegten, nehmen wir ihn im Restaurant fest oder warten wir? Zu riskant. Bleib du im Auto. Ich sichere den Eingang. Wenn sie rauskommen, greifen wir zu. Robert Ferracci. Hands behind your head now. Wir riefen, Polizei, Sie sind festgenommen. Sie leisteten keinen Widerstand. Er wusste, er wird verdächtigt und dass seine Festnahme nur eine Frage der Zeit ist. Dieser Mann steht im Zentrum der Ermittlungen. Der 25-jährige Robert Ferracci soll den 22 Jahre alten Dean Fawcett umgebracht haben. Worum geht's? Dean Fawcett. Ja und? Wir wissen vom Scheckbetrug von Ihnen, Paul und Nadine. Dean ist tot. Ich will wissen, warum. Hey,
Jeder rät mir nicht, mit Ihnen zu reden. Das ist mein allerletztes Interview dazu. Ich muss damit den Rest meines Lebens klarkommen. Das ist wirklich nicht leicht. Ich hatte Angst, wusste nicht, was los ist. Sie saßen im Nachbarzimmer mit meiner Frau. Ich wusste nicht, was als nächstes passieren würde. Und Sie sagten? Was Modrowski getan hat. Paul ist völlig verrückt, klar? Er wurde paranoid. Er dachte, Dean würde uns an die Bullen verpfeifen, wenn es nötig ist. Er sollte sterben? Dean hätte sie alle in den Knast gebracht. Waren sie dazu bereit? Vielleicht. Aber Modrowski dachte, ich verhindere, dass er jemals aussagen kann. Das war nicht meine Idee. Okay. Schon klar. Aber was ist passiert? Er sagte, los, tun wir's. Sie haben ihm nicht geglaubt. Ich dachte nicht, dass er es macht. Aber er war bewaffnet. Ich bring dich und Rose um. Und dann fuhr Modrowski mit ihnen in den Wald. Genau so war's. Lass den Quatsch. Klappe, tut, was ich sage. Ich gehe. Ich drehte mich um. Aus Angst vor Paul Modrowski. Natürlich, der war total unberechenbar. Es ist eiskalt, gehen wir. Nein. Da merkte Dean vermutlich, wie ernst seine Lage war. Worum geht's überhaupt? Auf den Boden. Was soll das? Du verpfeifst uns nicht. Wovon redest du? Sie gingen den Bahndamm runter. Paul zog seine 9mm Waffe und befahl Dean, sich hinzulegen. Und Dean gehorchte, wie immer. Er bettelte um sein Leben. Modrowski zielte mit der Waffe auf ihn. Was hast du der Polizei gesagt? It's too late. I made up my mind. Dean stritt alles ab. Leider zu spät. Paul erschoss ihn. Hat ihn umgebracht. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sie standen daneben? Nein. Aber plötzlich tauchte er vor mir auf. Das war echt eigenartig. Wo willst du hin? Ich bin weg. Von wegen. Du hilfst mir jetzt. Bob gab Paul Modrowski die Schuld an allem. Und er sagte, er habe vor Paul Angst gehabt. Das war's. Ich habe alles gesagt. Er hätte nur mitgemacht, weil er um sein Leben fürchtete und um das seiner Frau. Sind gleich zurück. Modrowski trennte Dean den Kopf, den linken Arm und die rechte Hand ab. Mit einer Säge. Er zog mit den Leichenteilen los und ließ den Rest von Dean Fawcett liegen. Die Leichenteile wurden nie gefunden. Wir wollten Paul Modrowski natürlich sofort fassen. Die Polizei fahndet nach ihm. Schlimm, dass jemand von hier dazu fähig ist. Modrowski hatte das geplant und drohte mir und meiner Frau, wenn wir nicht mitmachen.
Wie oft hört man jemanden sagen, ich würde den am liebsten umbringen? Das hört man doch dauernd. Das sagen Leute jeden Tag. Aber als er die Waffe in der Hand hatte und mich so ansah, war das was ganz anderes. Der hat andere Freunde als ich. Meine sagen nie, ich will jemanden erschießen. Vier Monate nach dem Mord wird Paul Madrowski festgenommen. Bei einem Verwandten in Chicago. Paul Madrowski hatte bei seinem Großvater in Chicago Unterschlupf gefunden. Wir überwachten das Haus des Großvaters rund um die Uhr. Ich hatte die erste Schicht. Paul fuhr mit einem Freund im Auto und sah auf der Straße einen anderen Freund. Er hielt an und quatschte mit diesem Freund. Der stieg dann ein und sie fuhren weg. Wir folgten dem Wagen. Wir holten per Funk die anderen Ermittler dazu, die ganz in der Nähe waren. Wir beschrieben ihnen den Wagen und verfolgten ihn. Das Auto hielt in Chicago an einer Ampel. Wir entschieden, dort zuzuschlagen. Wir sprangen alle raus, rissen die Autotüren auf und nahmen Paul umgehend fest. Der 18-jährige Paul Madrowski verließ heute frisch rasiert das Gefängnis, um vor Gericht zu erscheinen. Die Polizei sagt, dieser Eindruck würde täuschen. Er ist angeklagt, Dean Fawcett ermordet und verstümmelt zu haben. Die Ermittler stoßen in der Vergangenheit von Paul Madrowski auf gruselige Details. Als Teenager hat er Tiere gequält. Er genoss es, kleine Tiere aufzuschneiden und zu verstümmeln. Einen Menschen zu quälen, machte ihm genauso viel Spaß wie Tiere zu foltern. Er war aggressiv. Wenn er an der Schule den Gang runterging, war es, als würde sich das Rote Meer teilen. Jeder ging ihm aus dem Weg. Für mich ist Paul Madrowski eine Art Frankenstein. Wobei der ja ein weiches Herz hatte. Paul dagegen war eiskalt. Die Polizei hat den 25-jährigen Robert Faraci vor eine Grand Jury gebracht. Er ist ebenfalls des Mordes angeklagt. Warum traten Sie in den Zeugenstand? Jeder wollte doch wissen, was passiert war. Und wer nicht aussagt, hat etwas zu verbergen. Mein Anwalt riet mir ab, aber ich sagte, von wegen, ich sage aus. Da sitzen 12 Geschworene, die wollen alles wissen. Und ich wollte da nicht im Wege stehen. Als die Geschworenen hörten, wie Robert Faraci im Zeugenstand unter Tränen aussagte, wie viel Angst er vor Paul Madrowski gehabt hatte, da haben ihm die Geschworenen geglaubt. Er wurde nicht schuldig gesprochen und war ein freier Mann. Die Strafverfolger sind fassungslos. Wir waren platt. Viele Fragen waren weiter offen geblieben. Aber in unserem Rechtssystem, mit seiner hohen Beweislast, werden Leute manchmal freigesprochen. Hätte ich geahnt, was passieren würde, dann hätte ich es verhindert. In einem separaten Gerichtsverfahren wird Paul Madrowski des Mordes für schuldig gesprochen. Er beteuert bis heute seine Unschuld.
If Paul Madrowski was not arrested for the murder of Dean Fawcett, wäre Paul Madrowski nicht festgenommen worden, hätte er vermutlich weitere Gewaltverbrechen wie Mord begangen. Cold-blooded killer, violent. Er ist ein eiskalter Killer, war sein Leben lang ein Gewalttäter. Er zeigt keinerlei Emotionen und wirkt fast unmenschlich. Almost non-human. Als Dean nicht zurückkam, fand ich in seinem Zimmer diesen Brief. Er ahnte, er tat Unrecht, wusste aber nicht, wie er da rauskommt. Lesen Sie ihn vor. Wir alle leben nur einmal. Keiner kennt das große Ganze. Dies ist der Ort. Hier prüft dich der Herr. Er opferte dafür seinen Sohn, um uns eine zweite Chance zu geben. Ergibt das Sinn? Wenn es das tut, bedeutet das zweierlei. Ihr könnt mich verstehen und an das glauben, an das auch ich glaube. Und am oberen Rand schrieb Dean Himmel. Ich habe das lange nicht mehr gelesen. Es fällt mir unendlich schwer. Auch Deans Cousin leidet bis heute. Niemand sonst aus meiner engeren Familie ist so gestorben. Es gab eine Zeit, da wollte ich Rache. Aber Jesus sagt, man soll vergeben. Das gilt für die Täter wie für mich und meinen Cousin. Das bedeutet, ich muss ihnen vergeben. Madrowski hat alle Berufungsprozesse verloren und wird den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen. Ich wollte erst die Todesstrafe, aber dann habe ich es mir überlegt. Das wäre zu gnädig gewesen. Er soll jeden Tag an das denken, was er getan hat. Mary Kay hat das nicht verdient. Man nahm ihr das einzige Kind und sie musste ein Leben lang ihren Sohn betrauern. Dafür arbeiten wir Staatsanwälte, für die Opfer und ihre Angehörigen, nicht für uns.